Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Du bist meine Hilfe, verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. In diesem Ruf spüren wir die ganze Not der Menschheit und vielleicht auch unsere eigene Not. Du bist meine Hilfe, verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. Und wie sehr brauchen wir es zu wissen, dass wir nicht allein sind, dass wir getragen sind, dass Gott auch da ist, dass er uns trägt und uns nicht verstößt. Wir wollen unser Herz jetzt vorbereiten auf die Begegnung mit dem Herrn, damit wir mit seiner Gnade ihn umso besser empfangen können. Selbst wenn wir vielleicht nicht viel dabei verspüren, aber wohl wissend, dass er kommt und er will kommen. Das wissen wir ganz fest. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung, Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns bitten. Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Exodus. Die Israeliten kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir sind das Volk des Herrn, die Herde seiner Weide. Wir sind das Volk des Herrn, die Herde seiner Weide. Jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude.
kommt vor sein Antlitz mit Jubel, erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Wir sind das Volk des Herrn, die Herde seiner Weide. Tretet mit Dank durch seine Tore ein, kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels, dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Huld, von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Wir sind das Volk des Herrn, die Herde seiner Weide. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, Gott. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot, den später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke,
weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Halleluja! Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind mit Jesus und wir wissen dann schon einiges und wir sind schon vielleicht etwas frommer geworden, dann kann es schon vorkommen, dass wir auch ein wenig ängstlicher werden und dass wir sagen, ja, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Und das stimmt, wir sind nie würdig. Wir sind nicht würdig, das stimmt. Aber das heißt noch nicht, dass Gott nichts mit uns zu tun haben will. In der Lesung aus dem Römerbrief, im 5. Kapitel, da sagt Paulus, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und er sagt dann auch, kaum wird jemand sterben für einen Menschen, sei denn für einen Gerechten oder für einen guten Menschen. Aber Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und Folgendes, je mehr wir Gott nahe kommen, umso mehr werden wir auch unter unseren eigenen Schatten leiden. Schaut, wenn es Sonne gibt draußen, dann gibt es überall Schatten. Gibt es keine Sonne, gibt es keinen Schatten. Ist fast alles gleich. Aber umso mehr wir uns dem Licht der Wahrheit nähern, sehen wir die Schatten. Es gibt so eine kleine Geschichte von einem Mann, der wollte seinen Schatten loswerden. Und er hat versucht, hinüberzuspringen, aber der Schatten ist mitgesprungen. Er hat es einfach nicht geschafft. Kurzum, er ist zu einem Weisen gekommen und er hat gesagt, stell dich in den Schatten des Kreuzes, dann wirst du deinen Schatten loswerden. Und so ist es. Wir stellen uns in den Schatten des Kreuzes, in den Schatten von dem, was Jesus getan hat, und so werden wir unseren Schatten los. Aber nicht nur optisch werden wir den Schatten los, sondern auch innerlich, denn das Blut Jesu Christi, es reinigt, es befreit uns und es gibt uns Sicherheit, es gibt uns Schutz. Und Jesus, er gibt dann, er weiß, was wir Menschen brauchen, und er gibt dann den Aposteln einen großen Auftrag. Die wussten noch nicht viel von Sünde und so weiter. Die wussten auch noch nicht viel von geistlichem Tod. Aber Jesus sagt ihnen, ihr werdet gehen. Er sagt den Menschen, das Reich Gottes ist nahe. Das ist die einfache Botschaft. Jesus hat es auch verkündet. Das Reich Gottes ist nahe. In anderen Worten, es ist Hoffnung da. Es ist Liebe da. Noch besser und noch klarer und präziser, ich bin da, Jesus ist da. Oder wie beim Dornbusch, wo Moses konfrontiert wird mit Gott und Gott sagt, ich bin der, ich bin da. Das ist die gute Nachricht, Gott ist da und Jesus ist da und verkündet das. Und Jesus hat es ja auch selbst verkündet, damit seine Predigt angefangen. Und dann sagt er zu ihnen, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Sie haben das in Wirklichkeit getan. Es ist passiert. Es sind Tote auferweckt worden, die wirklich physisch tot waren. Es sind Aussätzige, die schwer krank waren, sind geheilt worden durch die Jünger, wie auch durch Jesus. Das hatten sie vorher schon mal gesehen. Und sie haben Dämonen ausgetrieben. Und das nicht nur in einem bildlichen, in einem symbolischen Sinn. Genauso wenig, wie Jesus in einem bildlichen, symbolischen Sinn gestorben wäre. Viele bleiben dann stehen, ja, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, im Abendmahlsaal. Natürlich hat er das gesagt. Und wenn Jesus dabei stehen geblieben wäre, im Abendmahlsaal, und er wäre irgendwo alt geworden und ruhig gestorben, das wäre symbolisch gewesen. Aber weniger als 12 Stunden später hat er diese Worte,
seinem eigenen Blut unterschrieben. Wie Paulus sagt, er hat sein Leben gegeben. Und die Autorität, mit der die Kirche, mit der die Apostel gearbeitet haben, ist die Autorität, die sie von Jesus selbst bekommen haben. Es ist so wichtig, dass wir als Kirche auch in dieser Zeit und vielleicht gerade in dieser Zeit wieder zu dieser Einfachheit zurückfinden, zurückkommen und Gott den Herrn bitten, dass er sich zeigt, dass er sich offenbart und dass er sich manifestiert. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben. Dann würden wir vielleicht sagen, ja, alle anderen, aber ich nicht. Dann lieber Sozialarbeiter, lieber Krankenpfleger oder lieber Arzt oder lieber ein Politiker werden, da kann ich mehr bewirken. Natürlich sind wir überfordert, das stimmt. Aber Gott ist nicht überfordert. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Petrus und Johannes, als sie zum Tempel gingen und diesen Gelähmten sahen, dann haben sie zu ihm gesagt, schau uns an, wir haben weder Gold noch Silber, doch das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu, steh auf. Und Gott will uns formen, immer mehr in dieser Klarheit zu leben und das, was wir empfangen haben von ihm und soweit wir verstanden haben von ihm, das in allem großen und einfachen Vertrauen auch zu schenken. Die Ernte ist wirklich groß. Die Not ist groß bei den Menschen und nur Gott kann dieser Not in der Tiefe begegnen, aber dazu will er uns gebrauchen. Vater im Himmel, wir danken dir für den Auftrag, den du der Kirche gegeben hast und bitten dich, schütze deine Kirche und leite sie, Gott unser Vater. Wir bitten dich, erleuchte den Papst, unseren Bischof und alle Hirten der Kirche, Gott unser Vater. Wir bitten dich, erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes, Gott unser Vater. Wir bitten dich, erneuere deine Kirche im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Wir bitten dich, öffne alle Menschen für deine Botschaft, Gott unser Vater. Wir bitten dich, schenke allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit, Gott unser Vater. Wir bitten dich, barmherziger Gott, du hilfst uns in der Not und erhörst unsere Bitten. Wir danken dir, denn du hast uns Barmherzigkeit erwiesen. Bewahre uns vor allem Unheil und schenke uns Freude in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lass uns zusammen unseren Glauben an Gott, den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser. Von all meinen Sünden mache mich. Lasset uns beten. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen, gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit, das ist würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen Mensch gewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncedia terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche vor dein Angesicht und feiern den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem dein Sohn Jesus Christus glorreich von den Toten auferstanden ist, durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinen Gedenken. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, Weihbischof Leo, unseren Priestern und Diakonen mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Laurentius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn, der Erlösers, gehorsam getreu, seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Agnus Dei, creatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, creatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, creatoris peccata mundi. Nur eines erbitte ich mir vom Herrn, danach verlang mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, dass deine Gläubigen in dir eins sind. Lass diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unser Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne, behüte, bewahre uns in seiner Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Amen. Uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.